Herzlich willkommen zum 184. Teil zum Bau meiner Lego-Stadt. Ich war jetzt gerade schon dabei, vor der Update-Folge hier einiges auszuprobieren bezüglich der Positionierung der nächsten Gebäude, weil wir ja diese Häuserzeile sichtbar haben müssen. Das war auch das letzte Mal das, was ihr in den Kommentaren angemerkt habt, deshalb vorgeschlagen habt, das Ganze anzuheben. Ich hätte jetzt folgenden Lösungsvorschlag. Und zwar hat sich jetzt hier beim Bau so diese Gasse eigentlich schon von selbst ergeben. Jetzt wäre meine Idee, dass wir hier doch eine T-Kreuzung einbauen, auf die Straße da hinten hinführend, da einmal mit der Straße runterfahren, hier vorne vielleicht einen Parkplatz hinbauen, da hinter dem Bahnhof, das war auch in den Kommentaren ein Vorschlag, einen Busbahnhof zum Beispiel oder einfach eine kleinere Bushaltestelle und dann da hinten, weiß ich noch nicht, wie es mit dem Straßenverlauf weitergeht, ist aber auch erstmal egal. Wichtig ist, wir fahren hier heute mit einer Straße runter, dann im zweiten Teil der Update-Folge geht es selbstverständlich im ländlichen Bereich weiter, hatte ich euch ja versprochen, dass wir hier regelmäßig weiterbauen, beziehungsweise jede einzelne Folge weiterbauen, nur Bepflanzung und Grünzeug auf Dauer ist einfach langweilig. Das heißt, wir machen heute einfach fleißig am Straßenlayout weiter. Mal gucken, wie weit wir nach vorne kommen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe auch vor, heute den ersten Zebrastreifen einzubauen. Damit starten wir jetzt auch direkt. Und zwar da hinten vor dem blauen Haus, was da zu sehen ist, dass einfach die beiden Gehsteige, die da zukünftig hinkommen, miteinander verbunden werden. Und ich würde sagen, damit ist genug geredet. Und wir fangen direkt mit den ersten Straßen an, oder? So machen wir es. So, und das hier ist jetzt der Fortschritt von genau zwei Halbzeiten plus der Halbzeitpause bei der EM, damit ihr da mal zeitlich das Ganze eingeordnet habt. Insbesondere hier beim Zebrastreifen habe ich mich lang aufgehalten. Ihr könnt schon sehen, das Verhältnis von Lücke zu Zebrastreifen an sich ist jetzt 4:3, also 4 Plates bei den Zebrastreifen an sich und 3 Plates, also ein Brick bei der Lücke. Ich finde, das sieht zwar auffällig aus, ist aber am realitätsnahesten, was ich so gegoogelt habe. Dann werde ich auf jeden Fall diese Linie jetzt hier nochmal abbauen und dann wahrscheinlich gestückelt machen bzw. ganz weglassen. Das werde ich einfach ausprobieren. Ihr könnt auch schon sehen, dass ich hier ausprobiert habe, vor dem Zebrastreifen die Lücke kurz zu strichlieren. Ist ein bisschen kurz geraten, vielleicht mache ich das noch ja, 2, 3 Noppen weiter vorne, das weiß ich aber noch nicht. An sich muss ich aber sagen, das gefällt mir bis jetzt. Wir können es einbauen. Ich werde jetzt schauen, dass es mit den Gehsteigen alles passt. Wir werden die Ränder hochsetzen, Baseplates grundieren. Dann kommt noch dazu, dass der Bahnhof im Moment noch nicht ganz passt. Den müssen wir dann versetzen. Ich weiß noch nicht, wie viel wir jetzt schaffen. Ich baue mal weiter. Als nächstes für die Straße eingebaut und wir schauen mal, wie der weitere Verlauf dann geht. Als allererstes starten wir mal hier hinten beim Zebrastreifen. Da gibt es gerade noch so 2, 3 Kleinigkeiten, wo ich am Experimentieren bin. Zum Beispiel ist mir das im Moment noch nicht genug gestrichelt. Da werde ich wahrscheinlich auf einmal 1er gehen. Da diese beiden Punkte werden weg müssen, das sieht einfach nicht aus im Moment. Das sind alles Sachen, die muss man experimentieren. Dann die nächste Sache, Zebrastreifenschilder müssen hier natürlich hin, ganz klare Geschichte. Aber ich muss irgendwas anderes verwenden, um das hier aufzustellen. Das sieht nicht aus, wenn hier plötzlich so ein 2x2er Flatteil in Grau unten ist in der Grundierung. Passt nicht rein. Dann ist alles viel zu grau hier in der Gegend. Ich habe mal versucht, Minifiguren aufzustellen. Sah noch nicht so wirklich aus. Die Lösung wären jetzt natürlich Bäume. Habe ich mir auch gedacht. Habe dann sofort mal hier die Bäume hergenommen, die wir auch im hinteren Bereich haben. Und wenn wir die jetzt mal hier aufstellen, machen wir das einmal so. Und da habe ich noch einen vorbereitet. Der kommt jetzt einfach mal hier vorne hin. Komm, halt doch jetzt. Ich will das alles in einem einzigen Take machen. So, hervorragend. Das sieht schon viel besser aus. Jetzt habe ich mich aber daran erinnert, dass ich ja in meiner Baumkiste, die ich hier mittransportiert habe beim Umzug, noch diese wunderbaren Teile habe, und zwar die Pappeln. Die sind jetzt super instabil, weil ich die noch von innen fixieren muss. Das heißt, ich stelle die jetzt mal ganz vorsichtig hier auf und das passt deutlich besser, wenn ihr mich fragt, weil wir die enger staffeln können und vor allem, weil da noch Platz ist am Bürgersteig. Ich weiß, natürlich sind 6 Noppen nicht viel, aber bei dem hier würde das alles blockieren, um vorbeizukommen. Da wäre das theoretisch noch machbar, je nachdem, wie wir das nach links und rechts verschieben. Abgesehen davon könnte ich mir vorstellen, dass die Dinger in der Masse gut aussehen. Und die Birken haben wir ja auch erst hinten. Und um mehr Abwechslung reinzubringen, dachte ich mir, ist hinten die Birke, die ja etwas heller ist, auch von dem Blattfarbton her, besser. Und dann im vorderen Bereich haben wir zum Kontrast diese Pappeln und machen dann sozusagen dann eine kleine Pappelallee. Und das ist jetzt der Plan. Das wollte ich nur kurz einwerfen. Auf alle weiteren Details gehe ich dann gleich ein. Jetzt erstmal muss ich schauen, dass hier ein bisschen Farbe und ein bisschen Leben reinkommt. Und zwar über die Bäume. Das habe ich dann gestern Abend noch gemacht, dass hier die ganzen Pappeln dazugekommen sind. Habe jetzt wieder relativ lang damit verbracht, Bäume zu bauen. Was ich diesmal gemacht habe, anders als davor, ist, dass ich das innen mit diesen Technik-X-Achsen stabilisiert habe. Wenn er jetzt hier das Ding mal darauf fokussiert, hallo, geht das? Doch, da. Wunderbar, haben wir es doch. Das sind einfach diese Technik-Pins, die ich viel zu viel übrig habe. Und die kann man da super gut in der Verbindung innen reinstecken. Und jetzt halten die Dinger auch und sind nicht mehr so instabil wie davor. Das ist schon mal deutlich besser. Insgesamt, jetzt muss ich mal ganz kurz hier aufstehen, wird das jetzt natürlich noch nach hier vorne erweitert. Wahrscheinlich 2 Bäume noch. Muss ich dann aber mal schauen, wie das aussieht. Und belebt wird das Ganze natürlich mit Autos, die auf die Straße draufkommen und Figuren jeweils an die Ränder. Jetzt die nächste Sache. Hier hinten haben wir jetzt genau Platz bis zum Ende der Baseplate
von 16 Noppen, also genau hier so eine 16er Plate. Jetzt werde ich mal schauen, dass ich das noch ein bisschen ausgepflastert und angehoben bekomme. Ich weiß noch nicht, wie der Bereich hier genutzt wird. Ich könnte mir dann vorstellen, nachdem hier irgendwo in dem Bereich ja dann das Parkcafé hinkommt, dass ich da dann auch dementsprechend einfach so eine kleine Terrasse außen hin mache, einen Sitzbereich, das vielleicht noch ein bisschen weiter abgrenzt, obwohl wir das jetzt ja schon optisch sehr gut geschafft haben, durch diese Allee, die hier runterführt, dass dieser zukünftige Sitzbereich da recht gut von der Straße getrennt ist. Das heißt, ich mache jetzt mal damit weiter, dass ich den Bereich noch ein bisschen anhebe, dann räume ich hier noch ein bisschen auf und danach geht es dann auch schon im ländlichen Bereich weiter mit der Bepflanzung. Aber einmal melde ich mich auf jeden Fall hier noch wieder. Ich bin gerade dabei, hier aus dem alten Layout die Baseplates, wo die Straßen drauf gebaut waren, auszubauen. Zum einen, weil ich Baseplates gewinnen muss, natürlich. Und zum anderen, weil ich aber hier diese Flat-Tiles wieder brauche. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich zeige euch das mal eben. Habe hier meine professionelle Halterung gebaut. Da stelle ich das jetzt mal ganz kurz rein. Das müsste natürlich alles wieder im One-Take passieren. Jetzt nehmt ihr einen umgedrehten Teiletrenner, haltet die Platte fest, wenn ihr überall Flat-Tiles habt. Setzt das Ding hier an, das ist gerade vielleicht draußen. Aber jetzt könnt ihr dann einmal hier runterfahren. Seht ihr das? Und so, zack, und weiter geht's. Und so kann man das jetzt wunderbar abräumen. Ich könnte jetzt hier weitermachen, das alles mitfilmen, aber es geht nur ums Prinzip. Ist natürlich danach hier ordentlich aufzuräumen, gar keine Frage, aber das geht 3000 Mal schneller, als wenn ich jetzt mit dem Teiletrenner hingehe und das alles einzeln mache. Also, ich fahre ja noch ein paar Runden runter, macht doch Spaß, kann ich ja zugeben, und dann sehen wir uns gleich mit dem Fortschritt wieder. Das hätten wir dann jetzt auch noch erledigt. Ich habe hinten um den Gehsteig schon mal ein bisschen verlängert, muss dann aber schauen, wie das hinten weitergeht mit der genauen Fläche und dann hier diese im Moment noch in Blau und Azur und was weiß ich für Farbtönen grundierte Fläche wird dann ja sowieso überbaut, wahrscheinlich mit der Terrasse, dazugehörig zum Parkcafé. Da sind auch wieder die Farben völlig egal, da wird einfach das hergenommen, was gerade am günstigsten ist. Die nächste Sache, das wollte ich noch kurz erwähnen und dann geht es auch schon im ländlichen Bereich weiter, und zwar das Museum. Das wäre ja von der Breite her genau 48 Noppen, also eine große graue Baseplate. Also eigentlich riesig das Gebäude, was hier den Querschnitt angeht. Aber das Problem ist jetzt, ich wollte das eigentlich genau auch so auf eine große graue Plate eingesetzt haben, damit man das eben dann als einziges Modul hat. Jetzt wäre das aber sehr eng hier am Rand mit den Pappeln, die ich hier eingesetzt habe. Das ist jetzt im Moment noch so der Punkt, wo ich am Überlegen bin. Es könnte dann doch sein, dass ich das Ganze einfach Baseplate-übergreifend einbauen muss. Aber das ist jetzt noch nicht relevant. Ich muss mal schauen, je nachdem, wie ihr das jetzt wollt, da könnt ihr mir auch gerne wieder eure Vorschläge in die Kommentare schreiben. Können wir nächste Folge schon die Straße hier nach vorne weiterbauen? Dann möchte ich ganz gerne diese Abbiegerspur hier machen und daneben. Da hinten, das, was ich am Anfang besprochen habe, will ich jetzt gar nicht extra darauf eingehen, sondern ich möchte hier weitermachen. Und zwar im ländlichen Bereich wieder ein bisschen hier an der Bepflanzung weiterarbeiten. Diese Ecke steht an, ich möchte ums Haus rumbauen, besonders dahinter. Das kann ich ja nicht einfach brach da liegen lassen. Auch wenn man das nicht sieht, muss es schön ausgestaltet werden. Genau das gleiche gilt da hinten für den Hang hinter der Kirche. Da möchte ich auch noch ein bisschen weiterarbeiten. Und das wäre dann jetzt eben der Fokus für den nächsten Fortschritt. Hier in der Ecke arbeite ich jetzt gerade an der Grundierung. Da habe ich mir Folgendes überlegt, wieder nah beim Haus soll alles mit dieser hellgrünen Grundierung sein und nach außen hin dann immer dunkelgrüner werden. Dementsprechend habe ich jetzt da eben sehr dichte Blätter, teilweise auch doppelt und dreifach gestapelt, an die Hausfassade gebaut und dann davon weggehend, ihr seht es schon, immer weiter aufgelockert. Die ganzen Lücken, die jetzt da zu sehen sind, werde ich mit diesen normalen Grashalmen füllen, nur eben nicht mit den Blättern im Untergrund. Ganz klare Sache, und das mache ich jetzt dann als nächstes Mal. So, und jetzt halte ich mich mal ran, weil draußen fängt es gerade wieder richtig an zu gewittern und erfahrungsgemäß ist das dann einfach laut für eine Stunde. Das heißt, ganz kurz die Fortschritte. Ich habe jetzt einmal hier die Grundierung, aus der Perspektive könnt ihr das nochmal ein bisschen besser sehen. Sticht jetzt so ein bisschen raus aus dem Gras, das wird dann aufgelockert nach hinten. Was ich jetzt im Moment noch nicht gemacht habe, ist den Übergang nach da hinten. Das heißt, da sind tatsächlich noch ein paar Noppen offen und jetzt wird es gerade viel zu laut draußen. Das heißt, ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder. Ich muss es ganz dringend beenden. Hört ihr das? Hier ist kein Fenster offen. Ich schau mal, was draußen abgeht. Also in diesem Sinne hätten wir jetzt das Ende dieser Update-Folge erreicht. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann macht das doch sehr, sehr gerne, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ich glaube, ich muss noch lauter schreien, weil das noch lauter wird. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss!